Das ist die falsche Schlucht. Ich weiß, aber ich habe vorhin auch eine reingeworfen. Und ich war sehr stolz auf meine Idee, da eine reinzuwerfen. Deswegen habe ich jetzt wieder eine reingeworfen. Dude, what the fuck? Dude. Dude. Oh, kann ich während dem Klettern? Nee. Was denn? Mit Flair. Am Ende hättest du losgelassen. Was passiert, wenn ich Steuerung loslasse? Nimmst du ein bisschen Damage. Okay, wir haben hier Munition. Ich will endlich die Panzerfaust sehen. Hier ein Madpack. Die angeteaserte. Und hier haben wir nochmal ein paar Flares. Geil, Alter. Secret 2.0 hier. Richtig nur Loot. Fürs, jetzt mal nur fürs Protokoll, ne? Ja. Wie viele Madpacks hast du jetzt? 12 kleine und 3 große. Braucht man nicht drüber reden. Wie will man die jemals loswerden? Das geht schnell. Na. Das geht schnell. Na. Das geht schnell. Na. Das geht schnell. Gewonnen. Was hast du gewonnen? Ist aufgegeben. Habe ich nicht. Kapitulieren. Hat mein Mikrofon nicht aufgenommen irgendwie. Ja. Du solltest speichern. Ich sehe dich nämlich schon wieder da runterfliegen. Wie lange habe ich bis zum nächsten? Keine Ahnung, wie weit der Weg ist. Weil du sagtest, du hast das zweite schon gefunden, meine ich. Das dritte. Ja. Ich mag das Quadfahren, das macht echt Spaß. Also. Sobald du in den Außenbereich kommst, da müsste irgendwo ein Secret sein. Und du bist tot. Nee, du lebst noch. Aber du bist Hardstuck. Ja, laden. Oder auch nicht. Junge! Was machst du denn jetzt? Wir genießen die Musik. Und wir gucken, ob hier was liegt. Wieso hat das Quad eigentlich keine Scheinwerfer? Ich weiß es nicht. Wieso ist die Musik einfach ausgegangen? Das untere sind normale Sounds, das obere ist Musik, ne? Die Musik können wir eins lauter machen. Oh yeah! knapp, Alter. Oh. Wow. Achso, das Level ist absolut Pain, habe ich eben schon mal erwähnt, ne? Ja. Ja, du wirst Spaß haben. Du wirst richtig Spaß haben. Hört man die Musik gut oder wie ist das von der Lautstärke? Sie ist dezent im Hintergrund. Also sehr dezent. Okay, dann mach ich die noch ein bisschen lauter. Ich weiß nicht, wie es in Aufnahme ist. Jetzt höre ich Vögel. Ja, wow, die kommen ja nicht von der Musik. Hä? Junge, sie lenkt nicht mehr. Das wird ein absolutes Hasslevel. Okay. Und am Ende kommt dann noch der T-Rex. Weißt du, du hast es auch bei damals gesagt, bei diesem sechsarmigen Typen. Und dann hast du gesagt so, nee, der kommt nicht. Nee, ganz ehrlich, wenn wirklich der T-Rex kommt, hast du Spoilerverbot. Ich habe nichts gespoilert. Ich suche jetzt. Und du hast... Ja. Uns auch schon gesagt, was für Karten kommen, auch wenn es bis jetzt noch nicht gestimmt hat, aber du hast es gesagt. Du hast auch gesagt, dass dieser sechsarmige Typ dann als Gegner kommt. Du hast schon super viel gespoilert hier. Jetzt warte mal. Man kann den Sprung gar nicht schaffen. What the fuck? Okay, aussteigen. Ende. Speichern. Oh! Gut. Was nun? Wait. Nein, oder? Sag nicht, das ist auf Zeit.
Augenblick. Nein. Nein. Da oben geht's weiter. Hier ist was, aber da kommt man raus. Da geht man nicht rein. Da kannst du nicht rein. Nee, da fehlt dir der Platz. Es sei denn, hier kann man irgendwo einen Stein ziehen. Da kommt kein T-Rex. Ich hab grad gegoogelt. Okay. Ich hab gar nichts gespoilert. Ist legit einfach nur so gesagt. Ich glaube, mein Essen verbrennt. Ja, ich glaube, das ist auf Zeit. Also, das Tor hier ist ja zu. Ich wüsste nicht, wo ich sonst gerade hin soll. Very much interesting. Hier hinten. Aber wie? Heißt es, ich soll jetzt von hier aus da drüber springen, oder was? I don't get it. Also das verwirrt mich bis jetzt, das Level. Okay. Machst du auch wilde Sachen, ne? Ja, aber ich habe ja keine andere Wahl. Ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Ich bin in einer absoluten Sackgasse. Jetzt fängt die Musik auch wieder an. Endfight. Quad. Ich habe keine Ahnung. Ey, das macht mich gerade echt ein bisschen sauer, ne? Echt, jetzt schon? Am Anfang des Games rastest du schon komplett aus. Das wäre halt lustig, ne? Alter. Bleib doch mal richtig stehen und richte dich erstmal aus. Das reicht auch nicht. Bisschen hier, noch. Hier, maximaler Anlauf. Ich war ja gerade schon oben, da ist ja nicht mal ein Zugang, da ist ja zu. Nutz mal Nitro vielleicht. Alter, was ist das denn? Zehn Minuten, dann haben wir wenigstens schon mal zwei Folgen. Oh, leck mich doch! What the fuck? Der wird jetzt durchgespielt. Ah! Wo du hinfährst! Ah! Ja, Monster Fenster of Gaming ist, nicht so ist aktuell gelähmt, wie es aussieht. Oh. Da ist er! Stopp, aber stopp, hier ist stopp, zu. Stopp! Jetzt warte! Steig ab! Oh, Ende, Ende, Ende. Ende! Ja. Mach dir eine Fackel an. Hab ich gerade auch schon. Ja, yeah, da war ich ja nicht da. Jetzt guck dich mal ganz genau um. Nein. Mm-mm. Nicht. Wir haben diese Tür, die nicht offen ist, und wir haben über mir ein Loch, in das ich nicht rein kann. Und wir haben hier hinten ein Loch in der Wand. Kannst du da hin? Nein. Ich hab's ja gerade vorhin mit Springen probiert, das geht nicht. Und ja. Mit Quad auch nicht. Es sind 1, 2, 3 Blöcke. Denkst du, ich kann 3 Blöcke weit springen mit Lara? Ich weiß es nicht, warte kurz, ich guck mal eben. Ja, was jetzt? Augenblick. Ja, ist gut. Ich bin dran. Die einzige valide Option, die mir gerade bleibt, ist dieser Sprung. Ja. Und er funktioniert. Gut, dann haben wir es ja geklärt. Massive Schlonger ist um die Ecke. Massive Schlonger. Mit einem Massive Halskrause, denn es ist ein Königsschlonger. Schlonger. Hast du schon mal eine Königsschlonger gesehen? Nein. Soll ich dir meine Königsschlonger zeigen? Nein. Ist sie tot? Sie ist tot. Oder sie legt sich schlafen, wer weiß. Okay. Wir speichern mal.
Camera Perspektive. Irgendwas ist heute mit dir nicht in Ordnung. Wieso? Ich weiß es nicht. Irgendwie. So ein bisschen aufgedreht muss man doch sein. Wir so Entertainer. Ja, ja, klar, aber. So. Aber ja, schön und gut, aber du bist schon ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich über dich auch nur noch nie beschwert. Gestern Need for Speed, die ganze Zeit. Das war deine Wahl der Fahrzeuge. Man muss sich mal denken. Nee, das ist nicht richtig. Der Zytex, also ich fahre einen Ford Mustang GT. Ja. Und der ist wunderschön. Und der liebe Zytex hat sich gedacht, als Konkurrenz, wenn wir Rennen fahren, damit wir viel Spaß haben können. Ich bin BMW gefahren, ich bin eine Corvette gefahren und den Schlange. McLaren. Fährt er einen Supersportwagen. Eine Corvette, einen McLaren ein F1. Und einen McLaren. Sowohl als auch. Wenn wir gefahren sind in Rennen, dann hat es beim Starten gemacht. Und Zytex war einen Kilometer vor mir. Du überspitzt das Ganze ein bisschen. Ich habe Videobeweis. Ich war am Anfang, als du gerade das Game gestartet hast mit der Corvette, einen Kilometer vorne. Ja, mein McLaren wird ja auch immer besser, ist true, aber... Dein Ford, du hast keinen McLaren. Wir hatten ein Rennen, ein einziges Rennen sind wir gefahren. Das war, glaube ich, dein BMW. Da waren wir Kopf an Kopf die ganze Zeit und das hat so Spaß gemacht. Richtig. Und danach, aber wir hatten auch, bleib bei den Fakten, wir hatten aber auch ein paar Rennen, wo du gewonnen hast. Was ist denn das hier für ein Apokalypsenknopf, Alter? Drück auf den Busen. So, wir hatten... Affen! Baboons! Why? Wir hatten noch ein paar Rennen, wo du gewonnen hast. Jetzt bleib mal bei den Fakten. Drück auf den Busen. Was geht da rechts? Speichern wir erstmal. Let me have a look. Okay. Interessant. I will teach you the true things of reality TV. Aha. Da ist ein Baboon drüben. Das ist der Teil, da sind wir durchgeschwommen, ne? Kann sein. Also das Wasser würde ich jetzt mal eher weniger berühren. Das ist aber Free Area gewesen, ne? Du meintest, sobald Free Area kommt, Secret. Das so am Rande als Information. Habe ich gesagt, das ist richtig. Ich glaube, hier könnte ich auch einfach das Quad nehmen, oder? Ja. Solltest du. Das Ding ist halt, ich könnte mit dem Quad auch da, wo ich vorher war, wo ich rechts abgebogen bin, gerade könnte ich wahrscheinlich übers Wasser drüber springen. Das heißt, wir haben jetzt eine Entscheidung, wo wir lang wollen. In einem linearen Game. Erinnerst du dich, dass ich dir gesagt habe, es gibt mal ein Level, wo man zwei Wege gehen kann und auf jedem ist ein Secret? Schau mal, ob das dieses Level ist. Weil das haben wir irgendwie gepatcht. Ich habe keine Ahnung wie, aber es gibt ja den Patch, den ich installiert habe, dass man dann trotzdem noch irgendwie ein Secret kriegen kann, das irgendwie verbuggt war oder so. Aber am Ende ist das jetzt hier wirklich dann... Also ich probiere jetzt erstmal, ob dieser Sprung überhaupt funktionieren würde. Ja, tut er. Meine Güte! Gut, das Quad lassen wir erstmal stehen. Rudi. Guck mal auf deine Statistiken. Wow. Ja. Wie viele Secrets es gibt? 2 von 5. Aber angeblich gibt es ein sechstes in dem Level. Also nicht in dem unbedingt, aber in einem Level gibt es eins mehr, das nicht angezeigt wird oder so. Und man kann auch standardmäßig nur eins weniger schaffen, wegen dem doppelten Weg. Okay. Ich weiß nicht, ob es auf der Webseite steht. Ich habe dir damals die Links geschickt von den Mods, ne? Weiß ich nicht. In Discord, wenn du da vielleicht auf den Secret Fakes kurz guckst. Ich werde mich informieren.
Oder es führt auch beides hier zum selben Ziel. Das kann ja auch sein, also dass die sich wieder kreuzen. Wer weiß das schon. Aber hier ist halt schon ziemlich viel Areal. Also verdächtig viel. Hier liegt Munition. Jetzt werde ich mal ganz kurz speichern. Laden meine ich, laden. Jetzt fahre ich mal den linken Weg. Wiu. Okay. Es ist aber noch viel weiter weg, das Secret, was du meinst. Okay. Also ist das in dem Level? Nein, es ist viel weiter weg, andere Level. Was denn jetzt für eine Musik? Weiß ich nicht. What the fuck ist das? Wird uns irgendwas Großes hinterherlaufen, ich hab Angst. Und mein Leben hab ich auch. Ihr Kopf ist gerade weggeflogen. Ist das ein langes Level? Hallo? Weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es ein Scheiß-Level ist. Weil ich habe eben gerade die anderen Secrets noch gesehen. Mhm. Die Mucke, ich habe null. Okay, jetzt. Warum springst du denn da hinterher? Jetzt. Ja. Ich habe Num 0 gedrückt, habe 13 Millisekunden gewartet und habe du dann auf Pfeiltaste nach vorne gedrückt. Einer der einzigen Menschen auf diesem Planeten, die ihr Numpad links haben. Man weiß auch nicht, warum du das so gemacht hast. Weil ich mehr Platz für die Tastatur dann habe. Für rechts habe, für Maus und so Zeug. Ja. Also du fährst jetzt den linken Weg. Ich bin damals mit der alten Tastatur, bin ich immer mit der Maus gegen die Tastatur gerammt, wenn ich in Rainbow wie nennt man das, wenn man die Maus so rüber swiftet? Geflickt hab, genau. Immer wenn ich geflickt habe, ist mir das passiert. Und deswegen habe ich die nach links, damit ich halt mehr Reichweite frei hab. Das hört sich so an, als würde hier gleich irgendwie so ein Endboss hinter uns hergehen, Alter. Junge, Stück hier. Ich schwör dir. Hör auf, die Fackeln da reinzuwerfen. Es ist so unnötig. Aha. Da kommt der Fluss. Mhm. Und? Aha, Beweise gesammelt. Was eine Verschwendung von Fackeln. Hier reden Leute, ich höre Leute reden. Jetzt nicht mehr. Nein, hörst du nicht? Die sind in deinem Kopf. Nein. Das solltest du lassen, was du gerade vorhast. Ja, wo ist es denn? Ich such's Komma auf der Tastatur. Ich sollte echt aufhören heute, ey. Alter. Das solltest du nicht tun. Da lang gehen, oder was? Ja. Das heißt, erst den anderen Weg? Nein. Du kannst aber das Quatsch aber da unten abstellen. Aber ich will ja den anderen Weg, da wo der Baum war und so, auch noch hin. Folge dem Weg der Jedi. Ich leite dich doch. Wow, du bist tot. Also. Genau, wenn wir noch für Freitag eine Folge schaffen, wäre gut, dann könnten wir am Wochenende wieder auf. Oh, fuck. The fuck. Aber ich will ja auch diese Route hier, die andere, wo der Baum ist. Da will ich dann auch. Dann geh die Route, dann mach das. Dann tu aber, es. Aber dann ist die Frage, ich weiß, ob ich wieder ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, wo sie hinführt. Ich habe keine Ahnung. Das wird in dem ganzen Video nicht einmal gezeigt. Er hat eine Rolle gemacht. Ja, habe ich gesehen. Hat er toll gemacht. Er ist weg. Ja, super. Dann spring da rüber mit dem Quad. Ich weiß nicht, wo es hinführt. Wir haben keine ja eh gespeichert. Wir checken das jetzt erstmal aus. Das ist halt jetzt so die Frage, so man hat zwei Wege und man kann halt nur einen gehen. Nein, du kannst beide gehen, aber der eine Weg ist der, den
die im Video alle nutzen und dann gibt es deinen Weg, den du da gehen willst. Wir müssen uns gegen das System stellen. Nein. Als das Game rauskam, gab es noch nicht mal ein System. Wie ist sie denn jetzt gestorben? Das Quad ist ins Wasser, es ist explodiert, du bist verreckt. Splitter in den Hals bekommen, ich weiß es nicht.